Liebe Zuschauer, wir melden uns jetzt vom CSD-Umzug 2013 hier aus Berlin. Ursprünglich wollten wir live senden, das war aber leider nicht möglich. Das Funknetz, das UMTS-Netz ist zusammengebrochen, da können wir leider nicht dafür. Immer den Halbmarathon von diesem Sendestandort immer erfolgreich absetzen können, also konnten wir erfolgreich, aber der CSD, der schlägt alle und um Längen und es gibt wahrscheinlich doch zu viele Menschen, die ihr Handy und ihr Smart-Telefon benutzen. Ja, und nun gucken wir einfach mal in dieser Aufzeichnung, die ja ursprünglich eine Live-Sendung sein sollte, was hier noch so passiert. Und da kommt der erste Wagen hier bei uns beim berlinfernsehen.de. Es wird jetzt gleich wahnsinnig laut. Und deswegen sage ich jetzt nichts. Genießen Sie einfach die Bilder. Das Sendeteam besteht heute aus Olaf Schwarz und dem Reporter Carsten Teuber. Folgen dem Zug. Teils in bunten Kostümen. Ja, und diese Leute, die sind zum Teil vom Nollendorfplatz, also vom Wittenbergplatz und Nollendorfplatz mitgelaufen. So, Olaf, schwenk mal auf die Muskelmänner. Die Muskelmänner da oben auf dem Zug. Ja, irgendwie wackelt Olaf heute so sehr. Gut. Und nun kommt der nächste Wagen von einer ganz berühmten schwulen Disco in Berlin, Connection. Dort fand ja auch die Auftaktveranstaltung für diesen diesjährigen CSD statt, im Connection. Aber dafür, dass es eine Disco ist, im Gegensatz zu dem vorigen Wagen, sind die ziemlich leise. So. Nach oben mal.
immer mal drin, immer drin, immer mal drin. Auch ein bisschen Entspannung, eine kleine Lücke. Aber wie man sieht, es ist doch ganz begehrt, auf seinen Wagen zu kommen. Also die Herrschaften versuchen da reinzukommen. Also wer keine Wagenkarte hat, versucht sozusagen fast noch im letzten Augenblick. Bist du jetzt soweit? Ja. Ja, also es sind natürlich immer wieder bunte Kostüme dabei. Manche kommen auch aus Lateinamerika und also geben sich wahnsinnige Mühe. Obwohl ich würde mal sagen, das ist ja wohl Asien jetzt hier. Oder was würdest du sagen, Olaf? Lateinamerika. Lateinamerika. Ah. Argentinien ist ja das Land mit den fortschrittlichsten Gesetzen, was dieses anbelangt, hat, glaube ich, in diesem Jahr die sogenannte Homo-Ehe der anderen Ehe völlig hundertprozentig gleichgestellt. Und ja, das ist ein Land auf der Welt, wo man das nicht glauben würde. Und wenn ich, glaube ich, richtig informiert bin, auch mit katholischem Hintergrund, also ein Land, wo die katholische Kirche auch ein bisschen was zu sagen hat. Sie sehen, liebe Zuschauer, einiges ist möglich. Und immer wieder werden Fotos gemacht. Das Wagenfeld bewegt sich ganz langsam. Da muss es schneller sein. Naja, das hat jetzt keinen Sinn. Also das Motto dieses diesjährigen CSD lautet ja Schluss mit Sonntagsreden. Und damit ist gemeint, dass die amtierenden Politiker nicht immer sagen sollen, ja, wir sind ja alle so tolerant, ist ja alles so super. Und wenn es dann aber wirklich darauf ankommt, dass dann wirklich die Gleichstellung erreicht werden soll, dann kneifen sie meistens. Kommt jetzt also der nächste Zug, der nächste Wagen. Viele Tanzende. Ja, wenn das keine Fangemeinde ist, dann weiß ich auch nicht. Hier scheint so ein bisschen die Fitness- und Muskelgeneration vorzuherrschen. Ja, aber jetzt kommt das gemeine Volk, was dem Wagen jetzt folgt. Das sind doch ganz schön viele. Weil es so laut ist hier, verzichten wir auf O-Töne.
Ja, das ist doch ganz gut. So stellt man sich das doch vor, den CSD. Feierwütige Menschen. Und dann nochmal von oben den Kameraschwenk zurück zum Wagen. Ja, also hier kann man noch den Eindruck gewinnen, dass es sehr voll ist, was ja auch an dieser Stelle hier ist. Oh, jetzt werden wir gleich nass gespritzt. Das ist nicht so schön. Vorsicht, der hat da Wasser an Bord. Es ist... Es ist wahnsinnig laut. Und das ist auch der Grund, warum wir heute auf sogenannte O-Töne verzichten, also keine Interviews machen. Bisschen abschwenken. Fang mal bei Dildo King ran. Ich will was sagen, wie die RBB-Kollegen gesagt hatten. Wir hatten vorhin die Gelegenheit, den Livestream vom RBB-Fernsehen zu schauen. Ja, und da wurde gerade dieser Wagen von den Moderatoren löblich erwähnt. Die Kollegin erzählte davon, dass der Herr Dildo King, dass es eine Firma gibt, die auch Holzdildos produziert. Wozu das gut sein soll und ob es nicht doch ein bisschen zu hart ist, wer weiß das schon so genau. Okay, dann wollte ich sie doch gerade kurz mal interviewen, aber das war jetzt auch nichts. Hier bei diesem Wagen geht es nochmal um gleiche Rechte für alle. Der CSD ist ja keine Feiergeschichte, sondern es ist eine Demonstration, eine politische Demonstration für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Transgender und darum geht es bei dieser Demonstration. Und das ist auch der Grund, warum, sage ich mal, die Stadt Berlin diesen karnevalesken Umzug auch nun, sage ich mal, als Demonstration immer noch führt und durchgehen lässt. Weil wenn das eine kommerzielle Veranstaltung wäre, dann würde man das, denke ich mal, so nicht in diesem Maße aufziehen können. Heißt also, kommerziell ist es ja doch schon irgendwo, wenn man sich immer mal die Wagen anguckt, was da für Werbung dran steht. Und aber da kommt ja mal der Hinweis von dem Veranstalter, den ich auch glaube, Wagen, Benzin, das kostet alles. Und mittlerweile ist ja der CSD so groß geworden, dass ja, hat eine gewisse Größe erreicht und deswegen sind halt Werbung, ist halt Werbung irgendwie notwendig. Zeigt mal den Busfahrer da. Und den ganzen Tag da sitzt.
drumherum. Ja, immer wieder beliebt die Bären. Und jetzt kommt schon gleich wieder der nächste Wagen. Es war ja heute eine Live-Übertragung geplant, aber das könnten wir jetzt leider nicht realisieren, weil wir die Live-Übertragung sonst immer von diesem Sendestandort über das UMTS-Netz schicken. Und das hat bei den Halbmarathons, also bei den Sportveranstaltungen, immer sehr gut geklappt. Auch von diesem, also gerade hier von diesem Sendestandort. Und es gibt immer wieder Menschen, die einen hier versuchen zu stören. Das ist sehr unprofessionell. Tut mir leid. Und also wir haben es also nicht geschafft, das Handynetz ist zusammengebrochen. Deswegen konnten wir heute keine Live-Sendung machen. Aber welche Radiosender seid ihr? So, jetzt scheinen sich doch hier einige. Jetzt werden wir, Olaf, die wollen es unbedingt, also los. Oh, sexy. Was? Ihr seid jetzt heute hier beim CSD mitgelaufen. Ja. Von welcher Stelle aus? Von Neulendorfplatz. Neulendorfplatz. Ja. Ist doch schon ganz schöne Stücke, ne? Ja, war ganz schön weit. Mhm. Und du? Du wolltest ja unbedingt ins Fernsehen. Ich laufe mit dir mit. Und du bist auch von Neulendorfplatz mitgelaufen, ja? Ja. Du bist ja noch recht jung. Weißt du, was? Weißt du, worauf sich der CSD bezieht? Na, das war damals eine Demokratie gegen Schwulen und Lesben, glaube ich, war. Naja, es ist ja einfach so, es war ein Aufstand der Schwulen und Lesben in L.A. Ne? Damals, das war damals... Wie nennt man das? Ja, und was bedeutet denn der CSD für dich heute? Ist es nur Karneval, fröhlich sein oder doch ein bisschen mehr? Aber ich glaube, heute sehen das die meisten Schwulen noch auf jemanden kennenlernen und mit ihnen Sex haben. Damals war das ja ein Protest gegen Schwulen und Lesben, dass man da zeigen konnte, dass man schwul und lesbisch ist. Und heute denke ich mal, dass es meist nur noch mit Sex vergleichen. Dass jemanden kennenlernt, damit sie mit jemandem Sex haben. Naja gut, deswegen wird die Stadt Berlin nicht so einen großen Aufriss machen und das alles unterstützen. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch viel Spaß. Ich Ihnen auch. Das war also doch mal ein O-Ton. Die wollten unbedingt. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Ja, das ist hier wieder sehr laut. Zwei, die offensichtlich großen Spaß haben, aber es wäre mir das auf dem Wagen doch sehr laut. Es wäre doch sehr, sehr laut. Aber es wird in allen Teilen halt getanzt. Ja, Sie sehen die Live-Aufzeichnung des Berlin-Fernsehens vom CSD 2013. Wir stehen hier auf der Straße des 17. Juni. Und das ist der Wagen der Berliner S-Bahn. Da hat ja der S-Bahn-Chef gesagt, wir sind mit dabei. Mal das vom S-Bahn-Logo zeigen da, nicht das Rad. Ja, und irgendwie scheinen die S-Bahner doch ein ziemlich tanzwütiges oder tanzfreudiges Völkchen zu sein. Ein Seifenblasenspender. Also das wäre was für die nächste Party, auf jeden Fall. Oder was sagst du, Olaf? Ja, Olaf sagt nur nickt nur. What the fuck?
wie wir sehen, das Volk ist voll am Feiern und hier scheint ja fast am Ende, fast am Ziel, die Stimmung auf dem Höhepunkt zu sein. Also ich würde ganz gerne noch den Abmarsch der Massen haben und dann machen wir da Schluss. Tja, auch dieses Jahr wieder bunte Kostüme und ein Rettungswagen. Wo bist du? Wo bist du mitgelaufen? Ich laufe hier überall mit. Ja, von wo? Nein, bist du denn von Anfang an vom Kudamm gelaufen? Nein, wir laufen gegen die Richtung. Ah, bist du also von der Siegessäule gestartet mit deinen Leuten? Wir sind hier im Fernsehen, nicht im Hörfunk. Da ist die Kamera, da ist das Vögelchen. Meine Damen und Herren, das wissen manche Darsteller einfach nicht. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Dankeschön. Wo auch immer dieses bunte Völkchen herkommt, das wissen wir jetzt nicht. Das war also unsere kleine CSD-Impression. Wie gesagt, wir konnten leider nicht live senden, weil das Handynetz, das UMTS-Netz ist zusammengebrochen. Was sonst immer hier am Brandenburger Tor möglich ist, dass wir die Sportübertragung rüberkriegen, das hat der CSD sozusagen uns nicht ermöglichen können. Es gibt zu viele Leute, die hier telefonieren und dann ist das Funknetz, das Handynetz, wo wir das immer übertragen, zusammengebrochen. Wie auch immer, das war der CSD 2013. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und ja, wir gucken mal, ob wir im nächsten Jahr versuchen, das wieder live zu übertragen. Aber naja, im nächsten Jahr sieht die Sache wieder ganz anders aus. Das war's. Ich sage tschüss und bye bye. Wer macht sich alles auf?